Die ganze Aktion ist cool. Wie bist du drauf gekommen, hier zum deinen Tag zu verbringen? Also durch meine Tante, die hat gesagt, dass ich das hier machen kann. Das ist so ähnlich wie Krankenschwester und ich will das halt werden, Krankenschwester und ja. Wir sind beide von der Dollinger Realschule, gehen in die 8. Klasse. über seinen Vater. Er ist Oberbürgermeister in Biberach und da, da haben wir uns beworben und dann gab es halt ein paar Sachen, wo wir auswählen konnten. Und dann haben wir uns hier für die Kfz-Werkstatt entschieden. Also ich weiß es noch nicht, was ich überhaupt werden will oder so. Ja, mal gucken. Mein Vater hat uns informiert, dass es sowas gibt. Und dann haben wir von der Schule so einen Flyer gekriegt und ja, hat mein Vater eine Liste mitgebracht. Ja, jetzt sind wir hier. Warum sind Sie dieses Jahr schon im RBU? Also wenn ich mir recht entsinne, machen wir es jetzt zum dritten Mal. Vierte Mal. Ich bin jetzt, genau, ich bin 3 Jahre da und zum vierten Mal kommen wir jetzt in die Situation rein, womit man Ehrensache auf dem Plan steht. Und als ich zum ersten Mal davon hörte und dann gefragt wurde, ob ich das machen möchte, zusammen mit dem OBZ-Park von der Stadt Biberach, habe ich eigentlich keine Sekunde gezögert, sondern ich finde das eine ganz tolle Idee. Und wenn man eine gute Idee hat oder eine aufnehmen darf und dann merkt, dass das auch einen Wert hat und dass das im nächsten Jahr dann nochmal verfeinert weitergeht und über die Jahre zu was Guten immer weiter wächst, dann wäre man blöd, wenn man dann eine Schirmherrschaft, die man mal gemacht hat, nicht mehr machen würde. Insofern war das eine Freude für mich und meine, das will ich auch gerne weiter. Das finde ich super, dass man die Jugendliche zeugt, wie man das Geld auch noch verdienen kann. Also ich bloß Hochschulstudium oder dass man einfach auch noch Leute braucht, wo mit den Händen arbeiten. Und wie finden Sie die Aktion Mitmachen Ehrensache? Ganz gut. Eine Kollegin hat bei uns angefragt, ob ihre Nichte bei uns an diesem Tag mitmachen kann. Wir unterstützen das. Das ist ein soziales Engagement. Und uns freut es auch, dass Jugendliche sich für so einen Beruf interessieren. Es sind 6 in der Stadtbücherei, es sind 2 beim Baubetriebsamt, unter anderem mein Sohn, und dann noch ein paar Vereine, sagen wir mal etwas, ich gehe mal davon aus, dass über 10 Schülerinnen und Schüler für die Stadt Biberach im Moment arbeiten. Was musst du den ganzen Tag machen? Also wirklich ein bisschen Zimmer aufräumen, Küche, sich drum kümmern halt, dass alle was bekommen und so. Also wir durften bisher mit dem Schneeräumer gefahren und wir haben uns das ganze Gelände hier angeschaut. Also ich würde auf jeden Fall nochmal mitmachen. Es war super und man lernt auch was. Ich habe das Gefühl einfach, das ist mir echt was Besonderes. Das ist nicht selbstverständlich. Und da ist was am Entstehen, wo ich dann sage, da kann man wirklich 3 Sachen mit einer Klappe schlagen. Für euch, für die Jugendlichen, die sich auseinandersetzen müssen hier, was mache ich später mal, um so einen Alltag auch ein bisschen kennenlernen und mal in Bereiche reinzukommen, wo man vielleicht nicht jeden Tag drin ist, dann auch viel damit zu hinterfragen, zu verbinden und das mit was Sozialem dann noch zu verknüpfen. Und ich denke auch die Auseinandersetzung der Schule, auch wie gehe ich um mit Ausbildung, mit Bildung, mit meiner Verpflichtung und vor allem auch mit den Betrieben hier. Und sagen wir mal, in so einer kurzen Zeit, die doch knapp umrissen ist, aber doch auch gut strukturiert ist, diese Gesamtheit aufzunehmen, ist für mich was ganz Besonderes. Und deshalb bin ich sehr dankbar für das ganze Engagement und für das Projekt überhaupt mitmachen in unserer Sache. Die ganze Aktion ist cool. You will find me in the place I know the best. Dance and shout then. I'll be come back soon. And we build up castles in the skies and in the sand. Design a home world.